Aber was soll ich jetzt tun? Was soll ich machen? Hä? Sag's, einen Anwalt nehmen. Du möchtest einen Anwalt nehmen, das tust. Ihr nehmt einen Anwalt, einen guten Advokat. Und der will. Ich sage dir gleich, wenn du dann einen Anwalt nimmst, dann baust du kein Häusl nicht mehr. Ja, der Anwalt schon, aber doch hier nicht mehr. Ja, klar. Und jetzt, aber schon hier, jetzt sind wir beim Thema. Jetzt sind wir genau da, wo wir geredet haben. Also, da gibt es uralte Rezepte. Uralt. Ja, freilich, da machst du Folgendes. Da nimmst du ein Bier her. Schwarten halt irgendwas, so ein Buch. Wirst du eins haben, oder? Schuld und Sühne, irgend sowas, gell? Jetzt pass auf, und in dieses Buch, da tust du alle deine Geldscheine, alle, die er hat, die tust du da in dieses Buch, wie sagt man, hineinsystematisieren. Verstehst du mich? Hey, du hast die Geldscheine, machst das Bier hinzu und nachher Geschenkpapier, Schlafel drüber und mit dem Buch gehst du zum Geschwollschädel. Sagst du, da habe ich noch was zum Lesen mitgebracht. Was sagt der Geschwollschädel? Der sagt, hochinteressant. Hey, dann sagst du, nein, ab Seite 200 wird es noch spannender. Yeah. Der Bau läuft wie geschmiert. Yeah. Aber deswegen verzeih ich es nicht. Okay. Das ist, deswegen brauche ich es doch nicht verzeihen. Deswegen nicht. Ist ja klar. Sondern was ist das Interessante an dem Vorgang? Was ist denn das? Was ist das Spannende? Genau, dass der Vorgang hat mit Korruption, okay, mit Schmieren, mit der Bestechung hat das null zu tun. Null. Eben, ja warum? Weil der Vorgang ist eine uralte bayerisch-byzantinische Tradition. Das ist Europa. Jetzt hast du es verstanden. Verstehe ich jetzt. Du, ich komme da. Schau. Ich meine, das Europa, da brauchen wir nicht lang uns unterhalten. Das ist doch, was ist denn da Neues? Ist da irgendwas Neues dran? Geh, hör auf, das ist ein alter Hut. Da haben wir schon diese Griechen dabei, okay? Vor allem die alten Griechen, ne? Also die Griechen davor, ne? Die haben da schon einmal, ach, der Traum von Europa, der Traum von Europa. Ja, excuse me. Hey, muss ich halt jeden Traum realisieren, muss ich das? Muss ich jeden Traum in die Wirklichkeit umsetzen, muss man das? Geh hier auf! Schau her, meine Frau. Ja? Hey, sie träumt, 10 Jahre gelangt nicht. 10 Jahre gelangt nicht, träumt sie von einem neuen Schlafzimmer. Excuse me, ich brauch keins. Aber ich lasse ihre Träume. Hey? Das hat den Vorteil, ich schlaf besser und sie hat nur einen Traum. Okay. Und wenn ich noch einen Traum habe, das ist sowieso mein letzter. Weißt du, was mein letzter Traum ist? Einmal noch, ein einziges Mal in meinem Leben, möchte ich 14 Tage in Mallorca verbringen, ohne dass mich irgendjemand zwingt, aber auch nur eine Paella zum Fressen.